Wie alle Leute, weiter geht's heute mit unserer Bayreuth-Karriere. Und ja, ich habe mir tatsächlich Netze zugelegt. Jetzt geht's also quasi mit der Tonqualität ein bisschen besser weiter. Nach drei Saisons. Na gut, Transfer ist dann abgeschlossen. Schildstein-Transfer mit Lasse Meier. Der bleibt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen bei uns. Ja, okay, alles gut, passt. Weiter geht's heute mit dem nächsten Duell. Und da ist der Gegner Union Berlin. Wird das sein? Ist das ein... Es dürfte eigentlich ein Auswärtsspiel sein. Ich wollte gerade sagen, ja, es ist das Auswärtsspiel. Weil wir haben ja ein Halbspiel gegen Leverkusen zuletzt gehabt, was wir ja ziemlich hoch gewonnen haben. Also wir haben jetzt Dortmund unentschieden gespielt, Gladbach geschlagen und Leverkusen geschlagen. Und ja, jetzt geht's weiter mit Union Berlin, die nur einen Punkt auf dem Konto haben. Die also schon ein bisschen drinstecken unten. Na gut, gehen wir also rein in die Saison. Würde ich sagen. Beziehungsweise ins Spiel. Nicht in die Saison, sondern ins Spiel. So. Das könnte. Ich glaube, könnte passen. Ja, das ist zu hoch. Na, das ist passt. Perfekt. Warum läufst du eigentlich immer? Jawohl. Ich drin mache jetzt eigentlich nur so ein bisschen Schussverfahren. Ja, 4000. Na, drin. Der könnte passen von der Dings her. Zumindest rein damit. Jawohl, und der wird auch gehen. Ah, ich habe doch noch den Extra. Ja, der ist super. Der ist schön klein, der Kreis. Umso kleiner der Kreis. Aber trotzdem nicht. Okay, ist nur ein B. Es hat noch kein anderer probiert. Aber gut. Ist okay, alles gut. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. In den letzten drei Spielen gab es 4 Tore. Heute soll es natürlich so weitergehen. Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Meine Lautstärke ein bisschen runterdreht, das ist für mich zumindest auf dem Ohr. Das ist für euch eh wurscht. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Rolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Der dritte gegen den. Gegen 18, glaube ich nicht. Ja, das hat gerade nicht angezeigt. Naja, egal. Na dann, will immer sein. Union muss heute eigentlich gewinnen gegen uns. Auf Papier sind sie stärker als unsere Truppe. Aber mal gucken. Jo, Ciao gekauft. Ja dann. Wir brauchen nichts verändern. Wir können also quasi direkt Richtung Match gehen. Und die 100 Anstoß. Anpfiff und los geht's. Jupp. Martin. Haraguchi. Wie gesagt, unter Union ist unter Druck, aber... Vanicek. Ah, schade. Den Pass kam er nicht. Konnte er nicht so durchstecken, wie er wollte. Starke Aktion. Er lässt den Verteidiger stehen.
Peremina. Und Morgalla, der sagt, kommst du hier nicht vorbei. Wir sehen die kurze Variante. Die Chance jetzt. Glück ist zu auf den können. Erste Chance Union. Wieder eine kurze Ecke. Kurz gespielt. Er nimmt ihn volles Risiko. Und wieder hat Union nicht aus Knoche. Und noch eine Ecke. Kurze Ecke. Union spielt sehr viel kurz. Über die kurze Seite. Mila. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Wir kamen unseren ersten Pass nicht durch. Union tut das, was sie tun müssen. Auch hier steht der Gold richtig. Er kann den Schuss blocken. Zuletzt gab es einen Heimsieg und klar, das soll heute ähnlich aussehen. Ja, ein unglaubliches Spiel war das zuletzt. Heute und jetzt diese Chance. Blocker. Oh, Morgalla. Es gibt Elfmeter. Es wird ein Handspiel gewesen sein. Meine Meinung, meine Vermutung. Ja, und es war eins und es ist richtig. Und damit hat Union die Chance in Führung zu gehen. Kloppmann war da, aber nicht dran. 1-0 Union. Verdient ist es. Sie haben mehr vom Spiel. Sie machen das, was sie am besten können. Draufgehen vorne und führen. Damit, wie gesagt, verdient. Ecke stimmt. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Aber wenn der Elfmeter so präzise kommt, was willst du da machen? Der geht genau oben in den Knick. Da war nichts zu machen. Unser Keeper kann da überhaupt nichts retten. Martin, 1-0, der Spanier. Dürfte Spanier sein. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sehr gutes Technik. Kedira gut dazwischen. Ja, wie gesagt, die große Chancen haben wir bisher noch nicht. Droht die erste Niederlage der Saison hier. Und 2-0 Union. Sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag, zwei Tore sind sie vorne. Wir kriegen keinen Zugriff drauf. Dorsby 2-0, der Norweger. Da nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut aus. Nee, aber vielleicht das war viel zu einfach. Wie er sich dann durchtankt. Jetzt müssen wir nur 2-0 Rückstand hinterherlaufen. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, ob wir hier nicht 2-0 steht hier. Uns das passiert. Und wieder Kedira, der kommt da gut dazwischen. Der kann es locker ablaufen. Robin haben. Knoche. Sie müssen es ein bisschen anders jetzt spielen. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Ja, jetzt mal eine gute Chance auf Hugo Novoa natürlich. Ich finde die. Ecke. Ecke kommt in den 16er. Erstmal der Befreiungsschlag. Nicht wirklich gut. Sterner. Er erzwingt den Ballverlust. Ne. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt und ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Ja, Union muss ja den Fehlstart, um den Fehlstart zu verhindern, heute gewinnen. Saison ist noch jung, aber man kann jetzt schon erkennen, wie gut sie dieses Jahr sind. Sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg, den Titel am Ende zu holen. Und einer der Hauptverantwortlichen. Oh, das wird gefährlich. Und die erste Chance durch Rote. Jawohl, das können sie nicht liegen lassen. Das kann keinem Trainer gefallen. Jetzt müssen sie aufpassen. Und Novoa läuft's erstmal an. Lange ist nicht mehr zu spielen im ersten Durchgang dieser Partie, in der die Gäste im Moment deutlich hinten liegen. Sie machen zu wenig, zwei Tore sind sie hinten und ich frage mich schon, was ist denn mit denen los? Immer wieder laufen sie hinterher, es fehlen die Ideen. Dabei haben sie doch die Leute, die genau das drauf haben. Also es ist schon seltsam, wie schwach sie hier bisher auftreten. Ja, wir kriegen so. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche.
Khedira, der da so im Mittelfeld alles so locker zuläuft. Rüber ins Studio, da gibt's alle Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hertha BSC. Neuer Spielstand, damit 1:0. Wie kommt man Khedira nicht vorbei? Der momentan viel zu einfach Infos. Mit den... Das macht er sehr gut. Und wieder ist es Khedira. Also der Radi, der macht das heute da ein bisschen so, top. Fängt immer wieder fest, immer wieder die Bälle ab. Und wir müssen definitiv jetzt durchwechseln. Also das Durchwechseln. Wir müssen und jetzt geht's los. Aufpassen. Wir müssen gucken, dass wir jetzt nicht untergehen. Aber wie gesagt, ich werde die Taktik natürlich jetzt umstellen. Das bringt jetzt sonst nichts anderes. Ich nehme dafür einen Sechser raus. Ich bringe Aubameyang natürlich. Und Taktiken, was der Team? Quatsch, Rollen ist es jetzt, mein Gott. Nein, auch nicht. Und Taktik. Aufstellung. Aufstellung, ja, jetzt habe ich es, mein Gott. 4-4-2 kompakt. Ich brauche was breit, natürlich, klar, damit ich jetzt ein bisschen was probieren kann. Eckloff soll Sterne auf rechts. Eckloff eher auf die 10. Der kann zwar... Ne, kann er nicht. Aber ist egal. Ja, was anderes bringt jetzt eh nichts. Man müsste es jetzt irgendwie so richten. Deswegen der Wechsel jetzt. Pause ist vorbei. Das Spiel geht weiter. Ja, Aubameyang ist mit am Start jetzt. Wir müssen es ja. Wir müssen jetzt irgendwas versuchen, mal offensiv mal versuchen, besser reinzukommen. Flanke von Aubameyang. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Und jetzt der Schuss. Was für ein Reflex. Verhindert. Die erste Chance gegen Bayreuth. Gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Sie wechseln also aus. Da kommt die Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ja, gute Idee. Gutes Tackling hier. Gieselmann verhindert gegen Sterner. Viel Platz für den Konter. Gefährlicheres. Gute Grätsche, er hat den Ball. Abseits, Buschier. Abseits, ernsthaft, so du feist mir den Angriff weg. Absolut vermeidbar sind. Ja, ja, Unordnung in der Mannschaft. Sie laufen aus dem Abseits zurück und dann dieser Pass, dieser schwache Pass. Also das geht besser. Da ist die Flanke. Kurze Distanz, kein Tor. Und solange ich sage, fast mit dem 3-0. So, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Ja, dann wird das 3-0 und dann ist es hier fast eigentlich durch. Aber Lester noch ist einen Neuzugang und das ist nicht irgendein Spieler, sondern ein echter Wunschspieler. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Jetzt können sie kontern. Joa. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang kriegt momentan noch nicht wirklich. Setzt sich durch. Flanke kommt! Die Flanke holt er sich. Loftus-Cheek. Haraguchi. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier... Sieht nicht ungefährlich aus. Ist der gefährlich? Das ist das Ende. 70. Minute 3-0 Union. Wir kriegen unsere erste Niederlage und das völlig verdient. Wir schauen noch mal kurz nicht auf die Reihe bekommen. Der gefährliche Steilpass. Und dann gibt es ohne Chance. Das ist das 3-0. Ein Hammer. Drin ist er. Sie können sich hier weiter absetzen. Mit Union verhindert den Fehlstart. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Diesen Blick aufs Parallelspiel. 3-0, das wird in 20 Minuten leider nicht machbar sein. FIFA ist viel möglich, aber nicht sowas. Für Bayern München. Neuer Spielstand ist 1:1. Aubameyang. So, vielleicht Eckloff nochmal.
zumindest mal einen Treffer hinbekommen. Und jetzt die Chance. Der Ball ist noch heiß. Läuft es Cheek, läuft Aubameyang ab. Holt sich den Ball. Ja, wir haben eine oder zwei Chancen gehabt bisher. Dominik Heinz. Das, so kannst du kein Spiel gewinnen. Kein Zugriff auf dieses... 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Der Ball kommt hoch rein. Der Angriff ist beendet. Ja. Er geht energisch dazwischen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Doch, und wieder keinen Stich davor. Wir kriegen keinen Stich da vorne rein. Gieselmann. Sie bekommen den Einwurf jetzt. So, jetzt geht Haraguchi vom Feld. Der Fischer, auch der mit seinen Sturmläufen wie gegen Leverkusen überhaupt nicht auf dem Schirm. Der Ball kommt rein. Gehalten, aber sonderlich schwierig war das am Ende. Ja, dann auch nicht. Gute Aktion. Er lässt sich da nicht aufhalten. Das ist der Dreierpack. Und dann passt dann so ein Ding aus der Distanz nochmal. 4-0. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Auch den war nicht zu halten. Also im Keeper liegt es heute nicht. Puh. Martin Dreierpack. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Was willst du sonst machen? Und das war's. Das ist der 0-4. Absolut chancenlos. Also wie sonst selten. Ja, herbe Niederlage. Ist es. Ganz anders vorgestellt. Ja. Entscheidend werden die Schlüsse sein, die sie aus diesem Resultat ziehen. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Dreierpack. Ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel. Eine Mega-Leistung bei diesem Sieg. Ist in dieser Form einfach nicht zu bremsen. Das hat man gesehen. Die Abwehr versucht viel, aber so jemand... Ja, wirklich. Ich hatte, glaube ich, eine Chance oder so überhaupt. Ansonsten war... Ja, drei Tore. Wie gesagt, man muss so sehen, wir waren absolut chancenlos. Wir haben es völlig verdient verloren. In der Höhe auch verdient verloren. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren mit irgendwie Glück und Sonntagsschuss und hast du nicht gesehen. Vielen Dank, dass Sie das schon war so heute kurz nach überhaupt Spielende nichts. Bei uns sind. Was für ein Comeback. Na gut, er war angeschlagen, ne, im letzten Spiel. Der Gegner war klar besser. Ja. Vielen Dank für diese Aussagen. Klar und nüchtern analysiert. Wie gesagt, sie waren die beste Mannschaft heute. Sie haben es völlig verdient gewonnen. Ja, natürlich der Elfmeter. Oi, ja, der oben in den Winkel geht. Der letzte Schuss von ihm, der in den Winkel geht. Wir brauchen darüber gar nicht zu diskutieren, dass das absolut mal gar nichts war. So, passiert halt. Naja, nächstes Spiel wieder ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, wer der nächste Gegner überhaupt ist. Wir spielen trotzdem eine gute Saison. Wir haben jetzt 7 Punkte auf Konter immer noch nach 4 Spielen, was absolut top ist. Der nächste Gegner ist übrigens die Hertha aus Berlin, die zweite Berliner Truppe. Wer ist überhaupt damit aufgestiegen? Also Freiburg ist klar, aber ich dachte, das hätte eine Relegation. Keine Relegation? Okay. Wie sind die Relegationen überhaupt ausgegangen, so nebenbei? Letzte Saison. Wie viel Pokal treffen wir auf Oldenburg? Auswärts. Okay. Ich dachte ja schon, wir hatten die zweite Saisonhälfte. Ah, nein, alles gut. Ich könnte mal reingucken in die Ergebnisse. So. Gucken, ob wir noch einen Posteingang drin haben. Und was ist da noch drin? Scouting Update.
Brauche ich jetzt nicht gucken. Ja, ich nehme dich erstmal raus vom nächsten Spiel, spiele mit Aubameyang. Aber das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an und dann versuchen wir es mal vielleicht, diesen kleinen Abwehrtrend zu verhindern, dass wir nicht weiter noch weiter unten reinrutschen. Na klar, es geht um den Klassenerhalt, wir sind Fünfter, wir spielen eine absolute Top-Saison bisher. Und wer damit gerechnet hat, dass wir um die Meisterschaft mitspielen, was ja immer noch passieren kann. Wie gesagt, in der zweiten Liga sah es ja genauso aus. Hatten wir 10 Punkte Rückstand zwischendurch und Freiburg haben sie ja dann komplett aufgeschnupft noch und an dem vorletzten Spieltag mit dem Sieg in Düsseldorf Meister geworden. Aber in der Bundesliga ist immer eine andere Geschichte. Und ob wir das heute, ob wir das hinbekommen gegen die Hertha, das sehen wir uns in der nächsten Folge an.